willkommen zu einem neuen Spiel mit dem Namen The Vanishing of Ethan Carter. Und ja, ich möchte euch dies heute einmal vorstellen. Es ist ein sehr interessantes Spiel, eine Mischung aus Horror-Elementen und Detektivspiel, kann man so sagen, glaube ich. Worum geht es im Spiel? Kurz und knackig. Wir spielen einen Detektiv, den Herrn Prosperos, glaube ich, ja. Und wir suchen einen verschwundenen Junge mit dem Namen halt, ja, Ethan Carter. Und es ist ein sehr atmosphärisches Spiel und ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Dann starten wir einfach mal das Spiel und gucken mal, was uns jetzt hier die Geschichte zu erzählen hat. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ja, da sind wir angekommen, in einem verschlafenen, ja, Städtchen oder Örtchen, zumindest am Anfang jetzt im Wald. Und man sieht schon hier durch, und man hört es auch durch die Sounds und die Musik, es ist schon sehr atmosphärisch und sieht sehr schön aus, ja. Und wir haben es gerade gehört im Einspieler, dass wir jetzt hier diesen Paul Prosperos halt spielen. Und wie gesagt, wir suchen einen Jungen mit dem Namen Ethan Carter. Und begeben uns mal auf der Suche oder auf die Suche. Ich muss sagen, ich habe eigentlich das Spiel zuvor gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich weiß auch nicht so richtig, was uns erwarten wird. Aber schauen wir einfach mal, was jetzt hier so kommen wird. Und wow! Oh mein Gott. Ja. Willkommen im Spiel The Vanishing of Ethan Carter. Ich habe Angst. Also es ist, oh Gottes Willen, Leute. Da gehe ich jetzt immer 15 Sekunden hier ein bisschen durch den Wald und werde schon fast von etwas erschlagen. Eieiei. Es fängt ja schon mal gut an. So, was haben wir jetzt hier? Einmal fühlen. Ja, dann fühlen wir mal. Linke Maustaste gedrückt halten, glaube ich, ja. Mhm. Okay. Es scheint so, dass unser Paul Prosperos eine, ja, mystische Fähigkeit hat und irgendwie so Zeitfenster öffnen kann. Hey, so, gehen wir ein bisschen spazieren. Scheint wohl so. Mal gucken, wo wir jetzt hier so hinkommen. Und was ist hier so. Oh. Leute. Oh Gott. Also nicht ohne Grund, ich bin kein Fan von Horrorspielen, wobei das ja nicht so richtig ein Horrorspiel ist. Es ist, oh Gott, Leute. Oh Gott. Ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Ah, man kann schon mal sehen, dass man schon ein bisschen mehr erkennen kann. Das sind anscheinend hier Fallen. Eieieiei. Also wenn das jetzt so sich durchzieht durchs ganze Spiel, dann weiß ich nicht, ob ich das hier aushalte, ne? Es ist schon etwas, mal was ganz anderes. Aber es sieht schön aus. Guckt euch das mal an, die Landschaft. Wir gehen jetzt hier spazieren durch den Wald. Ich bin jetzt wirklich sehr vorsichtig, da ich jetzt nicht unbedingt von so einer, von irgendwelchen Dingen aufgespießt werden möchte, die irgendwie von den Bäumen fallen oder irgendwie mich hier, ja, irgendwie erschlagen oder töten wollen. Schön auf den Boden gucken und dann nach oben.
Und es gefällt mir schon recht gut. Also optisch ist das, ja, nicht schlecht. So, warte mal. Ist das hier ein Weg? Ja. Das scheint ein Weg zu sein. Doch durch die Lichteffekte ist das schon sehr atmosphärisch. So, ich bin wirklich sehr... Ja, ich renne mal hier nicht durch die Gegend. Man kann auch, ich habe schon eben probiert, nicht springen. Man geht einfach nur. So, was denn hier? Geht's über eine Brücke? Ah, zoomen kann man auch mit Rechtsklick. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier sowas wie Zombies kommen oder Untote, ne? Also das hat man ja wirklich in jedem Spiel heutzutage irgendwie, das alles mit Untoten. Ja. Was haben wir denn hier? Okay, da wurde anscheinend... kleine Erdrutsch hier. Okay, guck mal, was gibt's hier noch? Hier noch. Ich will natürlich alles hier und alles genau anschauen. Boah. Boah, Leute. Ey. Ich glaube, da braucht. Oh, Gottes Willen. Ja, fühlen, fühlen. Kann er das nicht vorher fühlen, dass hier irgendwie eine Falle ist? Das gibt's ja nicht. Also, das ist ja nicht gerade einladend hier, ne? Also. So, fühlen wir mal. Ja. Ah, man sieht noch mal ein bisschen mehr. Man sieht es, also man muss anscheinend hier ein paar Puzzle-Stücke finden. So, ach, da sieht man auch hinten, da war die Falle mit dem, was da vom Baum runtergeschwungen kam. Sie haben drei Fallen haben wir aktuell. So, gehen wir mal, also hier die rechte Seite haben wir jetzt mal abgelaufen, glaube ich. Dann gehen wir jetzt mal hier so links rum. Schön mal überall drauf achten. Alles ist gut. Am Boden liegt nichts. Die Bäume sind auch schön. Hilfe. So. Ah, was ist das denn? Also ich jetzt, da erkenne ich ja schon förmlich eine Falle, oder? Guck mal da. Das sieht ein bisschen komisch aus mit dem Gras, was etwas heller ist. Wir nähern uns mal vorsichtig. Ja, das wusste ich doch. Das hat man doch erahnen können. So, was haben wir denn da? Das sieht auch nicht gerade gesund aus. Liegt ja was drin. Ja, der Ast ist da ein bisschen blutverschmiert, wie man schon hier sehen kann. Ja, okay, gucken wir mal. So. Ist das Bild nun vollständig? Nein, da fehlt noch etwas. Da fehlt etwas in der Mitte. Hm. So, langsam schreiten wir voran. Alles wird gut. Oh. Puh. So, ah, so eine kleine Bärenfalle auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Ja, gut, gucken wir mal, ob wir es jetzt dann das Puzzle oder das Rätsel gelöst haben. Keine Ahnung. Ja, okay. Wo sind wir jetzt hier? Sind wir jetzt irgendwie in der Zeit gereist? Hm, ah, ach du dickes Ei, was ist denn hier auf dem Boden? Ja, ich bin, glaube ich, auf ein Massengrab gestoßen. So viele Skelette, die hier liegen. Ja, das sieht nicht gerade schön aus, aber... Hm, was ist denn hier passiert? Aber waren wir nicht gerade schon hier gewesen? Hier bin ich am Anfang rumgegangen, oder? Da waren noch keine... ich bin doch von da hinten gekommen und hier rumgelaufen, oder nicht? Hier waren noch keine Leichenteile, oder habe ich das komplett übersehen? Nee, das ist jetzt irgendwie... Ist das ein Rückblick? Oder was ist das? Naja gut, aber was haben wir denn hier? Wir haben eine Notiz, lesen wir die mal, glaube ich. Ah, okay, was ist das denn? Ein Zettel, den kann man drehen. Ah. Ein brennendes Haus. Im Wald. Und ein Brief, der auf Englisch steht. Was haben wir denn hier? Ah, Text. Was können wir da machen? Ah, okay. Dann lesen wir mal vor. Mit der Überschrift Saft. Mhm.
Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Ja. Ist ja interessante Geschichte, aber was hat das zu bedeuten? Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Okay. Das war anscheinend, ja, ein Dialog zwischen dem Ethan und seinem Opa, oder? War das Opa? Ich glaube Opa. Okay, was haben wir denn hier? Das hat sich auch wieder ein bisschen geändert jetzt hier. Der Boden. Was hat das denn zu bedeuten? Also hier, war die Flasche vorher da? Nee, oder? Also was hat er jetzt gesagt, der Ethan? Dass er irgendwie hier dem Opa zu lesen geben wollte. Das hat anscheinend der Ethan geschrieben, denn im Endeffekt, es war ja auch eine Zeichnung hinten auf der zweiten Seite und das schien mir schon sehr nach einem Kind, der das geschrieben hat oder gemalt hat. Also hat der Ethan das wohl geschrieben. Eine kleine Geschichte. Und hier haben wir noch was. Mal schauen. Im Lagerfeuer, in der Asche. Mal schauen. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Okay, ein Zeitungsausschnitt. Okay, lesen wir mal. Ein Toter beim Hausbrand von Jeff Jumu. Okay. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Otkin Road in Creek Valley ausbrach. Das frühere Albert Vandegrift gehörte Gail Carter, wurde nach dem Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zum Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ashland. Der Rettungsdienst von Mansonville war am Unfallort in Bereitschaft. Okay. Okay, okay. Ja, haben wir noch einen weiteren Hinweis bekommen? Oh, da geht's noch weiter. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antwort für Vandegrift Erben. Okay. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde. Als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam, die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. Okay. James Vandegrift aus Chicago behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt.
Das Feuer, bei dem das Vandergriff-Anwesen vor kurzem beschädigt wurde, so sagt er, hat die Bedenken seiner Familie noch weiter hervorgehoben. Seit 1967 lebte die Familie Carter auf dem früheren Vandergriff-Anwesen als Hausverwalter. Okay, interesting. Da konnte man aber noch viel rauslesen aus diesem verbrannten, ja, Schnipsel. Okay. Also, was wissen wir? Zum einen hat hier irgendwie der Ethan eine Nachricht geschrieben. Und zum anderen haben wir hier einen Zeitungsartikel in einem Lagerfeuer, der so ein bisschen Aufschluss gibt über einen Hausbrand. Aber das sagt uns, glaube ich, aktuell noch nicht so viel. Gut, aber schauen wir mal, ob es hier noch weitere Fallen gibt. Dann wird das wirklich, dann werde ich mich hier sehr langsam fortbewegen. Ich weiß auch nicht, ob man hier in dem Spiel sterben kann. Aber es sieht wunderschön aus. Schaut euch das mal an hier. Wie die Sonne untergeht. Ich glaube, eher untergeht als aufgeht. Und hier haben wir noch so einen kleinen Weg. Also optisch ist das wirklich schon wunderschön, kann man sagen. Und auch durch die Sounds, durch das Rascheln sozusagen der Bäume. Ja, man fühlt sich sehr in diese Atmosphäre reingezogen. So, ich glaube, wir können jetzt weitergehen. Also wir haben ja hier alles gesehen. Und dann begeben wir uns jetzt einfach mal über die Brücke. Bridge closed, okay. Do not entry. Naja. Ich glaube, wir gehen trotzdem mal hier rum. Und es ist ein wenig windig. Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Okay. Ein düsterer Ort. Wobei, so düster finde ich es gar nicht. Also bis auf jetzt die, naja, kleinen Fallen im Wald. Wobei das Massengrab da mit den verbrannten Menschen dort, mit den Skeletten, war jetzt auch eher unschön. Aber gut. Also ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch sehr, ne? Ich finde es sehr spannend. Und auch wenn ich jetzt hier mich sehr langsam vorbewege, ich möchte natürlich auch nichts verpassen und auch nichts übersehen, ne? Deshalb schaue ich mir die Gegend mal genauer an. Das ist ja auch ein Spiel, dass man jetzt hier nicht einfach mal durchrennt. So, und außerdem ist diese Brücke ja auch noch so ein bisschen brüchig. Will ich auch nicht unbedingt runterfallen. Man sieht dort hinten auch so eine Art Staudamm, wenn ich das richtig erkenne. Ob wir da auch noch hinkommen später? Ein paar Häuser dort vorne. Da vorne ist auch noch so ein Haus. Das scheint so ein Staudamm zu sein. Und ganz da vorne ist eine Lokomotive. Scheint so. Ein paar Stromleitungen. Okay. Oh, oh, oh. Das hört sich nicht ganz stabil an hier. Aber gut, gehen wir mal weiter. Und schauen, was auf uns zukommt.